Stuttgart Zentralklinik und wie stehe ich zum Thema Klinikstandort im Norden? Und da sage ich ganz klar und ganz kurz, ohne eine Klinik im Norden wird es nicht gehen. Das ist das Statement von mir und das ist das Statement des Ortsvereins Norden. Und das sage ich, und das sage ich sehr wohl, obwohl ich natürlich genau weiß, wie die finanzielle Situation des Landkreises traurig ist, wie die Ergebnisse der Kliniken zurzeit sind. Das sage ich auch, obwohl ich genau weiß, wie die finanzielle Situation der Stadt Norden ist. Das muss man ja auch mal so sagen. Wir haben ja nicht gerade hier Geld zum Verschleudern. Ich sage das trotzdem und ich sage das auch, obwohl mir natürlich klar ist, und gerade weil ich ja einen durchaus medizinischen Hintergrund habe, dass es Vorteile gibt, bestimmte Leistungen in einem großen Klinik zusammenzufassen. Es gibt medizinische Vorteile bei komplexen Krankheitsbildern. Es gibt kaufmännische Vorteile, nämlich immer da, wo man Dinge vorhalten muss, kann man die besser auslasten bei großen Zahlen. Das sind ganz simple kaufmännische Dinge. Aber das trifft das Herz der Sache nicht. Und ich glaube, das ist das, was das Allerwichtigste ist. Wir müssen, wenn wir über den ländlichen Raum, wenn wir über die Zukunft einer Stadt reden, wie Norden, und ich finde, Norden hat einen irren Charme, sonst wäre ich hier nicht. Also wenn das eine Stadt wäre, die ich nicht mögen würde, würde ich heute gar nicht hier nicht sitzen. Dann müssen wir ganz einfach sagen, was ist erforderlich, um diese Stadt für die Zukunft fit zu machen. Und da sage ich ganz klar, ein Krankenhaus, wo die Leute genau mit ihren Sorgen, Nöten 24 Stunden aufschlagen können, ist elementar nötig. Denn Gesundheit hat was ganz, hat was mit dem elementaren Bedürfnis der Menschen nach Sicherheit zu tun. Und wir haben sehr viele alte Leute hier in der Region. Wir können nicht mehr so einfach zig Kilometer, und selbst wenn das der Kranke mit seinem Krankenwagen kann, spätestens die Leute, die ihn besuchen, die können es dann nicht mehr unbedingt. Wir haben Kinder, oder wir wollen welche haben, wir verlieren sie schon. Auch Mütter können nicht, wenn die mehrere Kinder haben, den Pendelverkehr aufrechterhalten. Es gibt einfach Grundbedürfnisse. Und diese Grundbedürfnisse sind extrem gefährdet, wenn wir im Norden den Standort aufgeben. Und ich sage das auch offen, es gibt eine betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise eines Krankenhauses. Das muss jeder Stadtförderer machen und sagen, fährt die jetzt einen Gewinn an oder fährt die einen Verlust ein, diese Klinik? Das ist eine Sache. Aber es gibt eine gesamtwirtschaftliche Betrachtungsweise einer Region. Und wenn man das Krankenhaus in einem Mittelzentrum aufgibt, dann blutet man langfristig die Region aus. Das ist meine tiefe Überzeugung und ich bin froh, dass meine Freunde vom Ortsverein Norden das ganz genauso sehen. Dass ich da keinerlei Kritik habe. Zum Thema Georgsheil muss ich sagen, da bin ich fast wütend. Da bin ich fast wütend, dass das als allein glückselig machende Option dargestellt wird. Und da bin ich auch wütend, dass das den Leuten verkauft wird als eine Option, die komplett alternativlos ist. Mal ganz ehrlich, für wie doof halten die uns eigentlich? Dass es, wenn ich drei verlustmachende Kliniken habe, ich das Ding dadurch besser mache, dass ich nichts an Struktur ändere, nur drei Gebäude platt mache, die sollen ja abgerissen werden, spricht man in Enden davon, und dafür ein neues baue. Es tut mir leid, dann habe ich meine Betriebswirtschaft falsch gelernt, wenn das die Geschichte ist. So, das nächste Thema ist, mir ist absolut klar, dass man bestimmte medizinische Dinge in großen Kliniken besser machen kann. Und wie gesagt, meine Tochter ist gerade in Heidelberg promoviert worden. Ich weiß, was das für eine geile Geschichte ist. Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so deutlich sage, wenn da große Zentren vorgehalten werden. Aber das ist eine ganz andere Situation als hier. Völlig unvergleichbar. Und das muss ich jetzt auch ganz sagen, wer glaubt, dass er qualifizierte Mediziner nach Georgsheil kriegt, der kennt die Welt der Kinder nicht. Der kennt die Welt der Kinder. Ich habe noch nicht darüber gesprochen, wie wir uns das vorstellen, was wir an Lösungs- und Möglichkeiten sehen. Zum Beispiel die Genossenschaft, aber nicht als Alleinsinniges. Das war von Herrn Wiegmann nicht ganz sauber. Der Ansatz, den wir gehen, ist eigentlich anders. Wir sagen, es ist elementar, dass wir eine Klinik behalten. Wir müssen uns darüber unterhalten, wie wir das tun. In welcher Form wir das tun,
was wir aufgeben müssen, wo wir sparen müssen, wo wir im Grunde genommen auch mal gucken können, wo sind Geldgeschichten. Da bin ich auch nicht immer der Spezialist, das können manche eine andere besser. Aber was von vornherein wichtig ist, ist, dass wir sagen, wir brauchen das Ding und wir müssen gucken, wie es geht. Also, wir fangen mal bei dem finanziellen Aspekt an, was Sie gesagt haben. Dass Sie damals ein Krankenhaus gebaut haben in Zeiten, als es allen noch viel, viel schlechter ging und dass man Opfer gebracht hat, aber dass man sich sicher war, dass Gesundheit so ein wichtiges Gut ist, dass man dazu auch Opfer bringen muss. Bin ich vollkommen Ihrer Meinung. Absolut. Denn Gesundheit ist Basisversorgung und da muss man im Zweifelsfalle auch mal sagen, da müssen andere Träume schon mal irgendwas hintanstehen vor den wichtigen Dingen. Das nur mal als ganz grundsätzliche Geschichte. Wir müssen uns um die Basics kümmern, bevor wir mit dem Überbau anfangen. Und ich glaube, das können wir uns alle auf die Fahne schreiben. Wunderbare Wünsche haben wir in der Kommunalpolitik alle und gute Ideen noch viel mehr. Aber das ist ja eine elementare Geschichte. Das nur mal so dazu. Ich habe das Gefühl, wir müssen auch noch mal sprechen über die Situation. Was können wir als Bürgermeisterkandidaten eigentlich bewirken und was können wir nicht bewirken? Und da sind wir bei dem Lösungsansatz. Und ich habe eingangs gesagt, wir müssen schauen, dass wir es hinkriegen. Und zwar wir Norder. Und das bedeutet, wir müssen das Szenario rundum, wir haben ja nicht alles selber in der Hand, im Auge haben und dann davon ausgehend sagen, wie kriegen wir es hin, dass wir unser Krankenhaus erhalten. Da sage ich mal ganz simpel, finanzielle Aspekte sind wichtig. Ein schöner Satz von mir hat letztens jemand gesagt, es geht ja immer um dieses Thema, ein Krankenhaus muss gewinnbringend arbeiten. Ganz klar, sagt jeder Bürgermeister. Komisch, aber ein Standesamt nicht. Kein Mensch erwartet, dass ein Standesamt gewinnbringend arbeitet. Weil jeder weiß, heiraten ist nötig, ist eine kommunale Aufgabe. Wichtig ist was anderes. Wichtig ist, dass wir die Kosten so weit nach unten fahren bei Betrieb eines Krankenhauses, dass es uns nicht umbringt. Aber es ist nicht so, dass wir ganz generell davon ausgehen müssen, dass ein Krankenhaus unbedingt Gewinne einfährt. Es ist aber auch so, dass wir, wenn wir uns zum Beispiel andere Kliniken angucken, die können es ja. Es gibt ja Kliniken, die gut arbeiten. Und was ich überhaupt nicht verstanden habe, das sage ich mal ganz offen, ist, dass wir einen SPD-Ansatz gekriegt haben, der heißt, die fahren Verluste, deswegen müssen wir ein Großklinikum machen. Es ist aber überhaupt nicht der Versuch gemacht worden, zu sagen, wie machen es denn die? Das macht jedes normale Unternehmen. Der sagt mal ganz klar, wie machen es denn die anderen, dass die es hinkriegen? Dieser Ansatz ist ja komplett unterblieben. Und dann kann man doch nicht sagen, ich habe das gar nicht untersucht und deswegen ist jetzt meine Lösung alternativlos. Und ist dann ganz klar bei der Frage Großklinikum Georgsheim, unterdrückt dann auch noch ein Bürgerentscheid. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen, was da im Landkreis gelaufen ist. Bei den Versuchen, den Bürgerentscheid in den Frühphasen zu unterdrücken, das ist ja ziemlich skandalös. Das geht ja bis dahin, dass der FDP-Kreistagsabgeordnete durch den Kakao gezogen wird mit irgendwelchen Anschuldigungen und. Das ist ja nicht mehr so, dass das ganz normal und mit feinen Mitteln geschehen ist. Und das schon in der Phase, wo die Bürger sich eindeutig dafür geäußert haben, dass sie es eigentlich so nicht haben wollen. Das nur mal so nebenbei, das ist stilistisch überhaupt nicht gut gewesen. Jetzt kommt die wirkliche Frage, wie kriegt man es hin? Und da ist die FDP einen ganz simplen Plan, die sagt, natürlich ist es schön, wenn wir das Krankenhaus hier in Norden, und das ist unsere Forderung, erhalten in der Trägerschaft des Kreises. Aber wir können ja die politischen Verhältnisse im Kreis nicht ändern. Die werden, außer bei der Kommunalwahl geschehen Dinge, die wir jetzt alle noch nicht wissen und die ich sehr erhoffe. Sag ich jetzt so. Ich sage aber auch, wir sind ja Norder und der Kreistag wird ja nicht nur von den Nordern gewählt. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass und das sage ich jetzt, weil ich Emden halt ein bisschen besser noch kenne als Aurich, in Emden große Kräfte unterwegs sind, die das Großklinikum wollen, weil das Emder-Defizit ganz gewaltig ist, die nicht so irgendwie die Idee haben, wie sie es sonst geregelt kriegen sollen. Was ich auch per se skandalös finde, denn ganz ehrlich, von den drei Städten ist Norden die ärmste.
Das Gewerbesteueraufkommen von M ist ein ganz anderes als dieses von uns. Das Gewerbesteueraufkommen von Aurich auch. Und die kriegen es hin und schreien Not. So ist ja mal die Situation. Und das könnte natürlich zu einer Situation führen, die im Kreistag dazu führt, dass wir sagen, das Norderkrankenhaus erhalten wir doch nicht. Und dann, und nur dann, sagen wir, dann müssen wir versuchen, es als Stadt Norden selber hinzukriegen. Dann müssen wir gucken, wie strukturiert man ein Krankenhaus so, dass es uns nicht umbringt finanziell in Norden, aber dass es erhalten bleibt. Was muss getan werden, was muss erhalten bleiben, wie kann es gehen? Da kann man auch mal ein genossenschaftliches Modell denken. Das hat, auch wenn ich Zugezogene bin, soweit ich weiß, hier in Norden tiefste Tradition, wenn ich an die Lichmoor denke, die Lichmoor-Genossenschaft denke. Ich glaube, das ist nicht die erste Genossenschaft, die gefahren wird. Ich will auch nicht sagen, dass ein genossenschaftliches Modell Ultima Ratio ist. Ich sage nur, ich schlage vor, das Krankenhaus ist so wichtig, dass wir alle Optionen bedenken, dass wir in der Zwischenzeit selbstverständlich alles aufrechterhalten, was ist. Und dann gucken wir mal, was ist. Und in der Zwischenzeit, wenn es halt knapp wird, müssen wir es selber finanzieren und diverse Träume, die man sonst so hat, auch beerdigen. Ich muss ganz offen gestehen, mich hat es ein bisschen betroffen gemacht, als der, ich weiß den Namen nicht, gesagt hat, die Würfel in Sachen Zentralklinikum sind ja schon gefallen. So. Das muss ich ganz ehrlich sagen, am 11. September sind Kommunalwahlen. Richtig. So. Und da ist, wir machen noch, bitte? Keine Wählerabstimmung, sondern eine Wahlentscheidung. Das ist eine Wahlentscheidung. Und jeder hier ist aufgerufen, so zu stimmen, wie er glaubt, dass es richtig ist. Ja, das ist hier gewählt, jetzt nicht mehr. Ja. Wofür ich stehe, das wissen Sie jetzt. Dass ich es viel, viel lieber hätte, wenn das Norder Krankenhaus nicht in Eigenregie der Stadt Norden betrieben werden müsste. Das ist auch vollkommen klar. Und in allererster Runde möchte ich Sie jetzt einfach bitten, was dazu zu tun, dass das so kommt, wie wir uns das alle wünschen. Und das, die Chance haben wir am 11. September. Und ich denke, wenn da genug Leute ist. Also was mich frohgemut macht, ist zu sehen, wie viele Leute hier gekommen sind, wie viele sich einsetzen und man kann sehr wohl was bewegen. Ich danke Ihnen.